Gleich geht es los, Leute. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. So, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die dunkle Saga. Wir haben uns in der letzten Folge die Klinge besorgt und können jetzt endlich den Heiler von seinem Fluch befreien, würde ich sagen. Ich habe noch ein bisschen gewartet und mich nicht schlafen gelegt. Es ist kurz vor Mitternacht. Ich würde sagen, wir heilen uns mal. Aber hier noch alle Tränke, okay. Bisschen Butterfleisch. Hauen wir uns in den Kopf. So, jetzt noch eine Waffe anlegen. Ein geiles Schwert. Die Klinge. Und zum Notfall würde ich sagen, den Eisblock, oder? Haben wir sogar zwei, nice. So, dann speichern. So, dann gucken wir mal. Laffer. Hey, okay, müssen noch kurz warten. Ah, ist ja gleich soweit. Perfekt. So, 0:03. Hey du! Wo ist der Dämon? Hier bin ich. Wo ist dein Dämon? Lass dir Zeit. Hier, trink dieses Elixier. Lass mal auf Ex. Das ist ein seltsames Gebräu, das du da hast. Tut mir leid, es ist nicht sehr raffiniert. Ich habe genug gewonnen. Alastair, dreh dich um. Bila ist hier. Yo, einfach ein Paladin! Du könntest mir auch helfen, Kollege. Ah, okay. Ach du Scheiße. Ja, geh mal auf ihn. Den kenne ich aus Returning. Nein. Meinst aber. Hau doch mal zu. Schnell nochmal zuhauen. Wie man begleitet aus Returning. Komm, komm, komm. Guter Mann. Bam. Rustiger Zweihänder. Haben wir hier noch? Hallo, ich will den looten. Hat der überhaupt irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Doch, hat er. Idolon. Magische geisterhafte Substanz. Okay, für Alchemie und ein bisschen Gold. So, dein hey, Problem ist erledigt. Nun, was war's? Alles erledigt. Er hat uns beide fast ins Grab gebracht. Nun, das macht nichts. Ich denke, du schuldest mir ein großes Dankeschön dafür, dass ich dir diesen Gefallen getan habe. Ja, das tue ich. Hier, nimm diese Elixiere. Du hast mir das Leben gerettet und ich bin dir sehr dankbar dafür. Du kannst Drax auch sagen, dass es in der Mine einen neuen Heiler gibt. Ich bin jetzt in Sicherheit und brauche keinen Beschützer mehr. Okay. Perfekt. Dann gehen wir direkt jetzt mal schlafen, würde ich sagen. Die pennen ja eh momentan alle und können nichts machen. So, schlafen bis zum Morgen. Schon minus 500. Oh Gott, wir müssen hier langsam raus, Leute. Das wird mir langsam zu viel. Direkt zu Drax gehen wir. Ach, warte mal, wir können ja sprinten. Warte, wir speichern. Kurz sagen auf der 3. Hey du! Die Sache mit Laffer ist geklärt. Er ist bereit, die Sklaven in der Mine bedingungslos zu behandeln. Gut gemacht, mein Freund. Du verdienst eine gute Belohnung. Behalte dein Erz. Ganze 10 Erzbrocken. Ach du Scheiße. Darf ich dich noch etwas fragen?
Ja, natürlich. Ein paar. Ja, sehr gut. Nee, okay. Das war. Der hat nichts mehr. Achso, die Waffe müssen wir ja. Nee. Müssen wir die wegstecken? Die Orks haben ja nicht gerade nicht reagiert. So, wir machen nochmal gleich den Tagessatz hier. Dicke Ausbeute. Verstehe. Hm, gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir noch offen? Orksklave, ja. Da können wir ja fliehen. Fluchtplan. Rattenjagd. Ticks Vertrauen. Mark und Gulian. Okay. Dann gehen wir erstmal mit den Quatschen. Jetzt erst mal zu Arthur. Wer ist da? Oh, du bist es, Alastair. Wen hast du denn erwartet? Nein, niemanden. Hast du mir Brot mitgebracht? Was? Schon wieder? Wo sind die Ratten? Ich arbeite daran, aber es ist nicht so einfach. Ich brauche noch 4 Brote. Du wirst mich wohl verarschen. Du benutzt mich, um deinen leeren Magen zu füllen. Das wird nicht funktionieren. Weißt du, ich habe ein paar Schwierigkeiten. Wenn du nicht mehr Brot bringst, bin ich tot. Was ist passiert? Sag es mir, behalte es nicht für dich. Diese hinterhältigen Dinge haben mich überlistet. Ich habe nicht gedacht. Sag mir einfach, was passiert ist. Ich fing an, die Biester zu füttern, wie wir es besprochen hatten. Die Ratten selbst habe ich nicht gesehen, aber sie haben regelmäßig Brot gefressen, als ich von der Höhle wegging. Ich dachte zuerst, sie seien nur sehr vorsichtig, also habe ich sie weiterhin regelmäßig gefüttert. Und was glaubst du? Ich habe nie eine von ihnen gesehen, sondern nur gehört, wie sie an dem kostenlosen Brot genagt und gequietscht haben. Nun, ich spuckte aus, weil ich dachte, dass die Idee nicht funktionieren würde und aus den Rest des Brotes. Dann begann der Spaß. Als ich ins Bett ging, kam eine von ihnen auf mich zu gekrochen und fing an, mich zu beißen. Dann kamen 2 weitere hereingelaufen. Dann noch 2. Es war ein ganzer Schwarm und sie stürzten sich alle auf mich. Ich hatte schreckliche Angst. Ich musste eine Spitzhacke nehmen und sie verscheuchen. In der nächsten Nacht kamen sie wieder, sobald ich eingeschlafen war. Aber jetzt waren es noch mehr von ihnen. Alastair, ich habe Angst, dass sie mich auffressen, wenn ich ihnen nicht noch etwas Brot gebe. Das bildest du dir doch ein, oder? Ich habe noch nie eine Ratte gesehen, die einen Menschen angreift. Was? Ich schwöre bei Edinos, ich lüge nicht. Alastair, hilf mir, hol mir etwas Brot. Nein, das ist nicht das, was wir tun. Wir haben die Jagd geplant, nicht sie. Also werden wir als Jäger handeln, nicht als Beute. Heute um Mitternacht komme ich zu dir und wir warten auf sie. Nur wir beide. Und? Du schläfst doch nicht etwa, bevor ich da bin, oder? Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Hast du einen anderen Plan? Hm. Nein, aber ich habe keine andere Wahl. So sieht's aus. Gut, Mitternacht wieder bei Arthas. Bei Arthas, nee. So. Ticks Vertrauen. Der geht wahrscheinlich noch nicht, wa? Erst wenn ich den Spion hier gefunden hab. Wir können ja mal gucken. Hey, du! Du weißt nichts über einen Orksbjörn? Warum sollte mich das interessieren? Das soll Drax erledigen. Okay, hier war keiner. Gehen wir mal zu Sam. Hey, du! Weißt du, wer in der Mine für die Orks arbeitet? Drax, wer sonst? Ich meine, wer verrät den Orks alles, was in der Mine vor sich geht? Bist du taub? Ich sagte es doch, Drax und dieser Bastard Boris. Hast du nichts Besseres zu tun, als mich mit deinen dummen Fragen zu belästigen? Ja, der wäre schon ein Cliffhanger, wa? Wenn der Drax nicht losschickt, den Typ zu suchen, den Spion, aber selber der Spion ist, der kann ja nie gefunden werden dann. Wäre am Ende schon so ein Cliffhanger. Warte mal, wir konnten mir eigentlich beibringen, Tiere auszuweiden.
Ah, ja, hart. Okay. Leroy? Es gibt einen Spion unter uns. Er erzählt den Orks alles, was in der Mine passiert. Ja, und? Ich habe nichts vor den Orks zu verbergen. Ich trainiere, ich kämpfe, ich tue nichts. Ich habe nichts zu befürchten. Aber, Junge, du willst es mehr als alle anderen, nicht wahr? Ich will nicht, dass dich jemand wegen deiner langen Nase abschlachtet. Mein Rat an dich ist es aufzugeben. Ich speichere mal ab. Ich guck mal, ob ich die überhaupt schon schaffe. Im Arena-Kampf. 3 wieder. Hey du. Dann machen wir erstmal Ruma. Weißt du, wer in der Mine für die Orks arbeitet? Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Siehst du nicht, dass ich trainiere? Ich will dich zu einem Duell herausfordern. Sprich am Tag des Kampfes mit dem Ork Akarak und komm zu mir. Dann werden du und ich kämpfen. Ja, wo ist der Ork? Arakak? Steht der irgendwo rum? Alter, das kann nicht sein, dass ich hier mal runter slide, Alter. Der geht nicht. Hier, Martin, was sagst du dazu? Du brauchst mich nicht zu fragen. Ich weiß nicht, wer der Ork-Spion ist. Aber woher? Sogar wenn der Amron. Glaubst du, niemand weiß, dass du in der Mine nach einem Spion suchst? Du fürchtest es nur und schon weiß es jeder. Hast du das nicht gewusst? Aber ich glaube nicht, dass du finden wirst, was du suchst. Und selbst wenn du es findest, kannst du nichts tun. Glaubst du, dieser Spion sitzt nur herum und wartet darauf, gefunden zu werden? Jo. Geht wahrscheinlich nur am Arm, war. Mit dem Arena-Kampf. Was haben wir eigentlich noch für Pflanzen? Wir haben auch Drachenwurzeln. Lebensenergiebonus plus 100. Ach du Scheiße, das ist ja extrem gut. Ist die Frage, esse ich die? Goblinbeere. Also ihr könntet mich schon hochboosten mit Lebensenergie. Ich würde sagen, ich gehe erstmal zu hart und lerne die Sachen zum Ausweiden. War ja kostenlos, also ohne Erz. Bring mir das Wissen über die Jagd bei. Hier, Zähne ziehen. Das Einfachste, was du Tieren entnehmen kannst, sind seine Zähne. Du fährst mit einem Messer in seinem Maul um das Gebiss. Dann trennst es geschickt mit einem Ruck vom Schädel des Tieres. Und immer nur am Bauch aufschneiden, sonst verminderst du die Qualität. Die Zangen stecken tief im Schädel der Crawler. Es kostet einige Mühe, sie auszulösen. Crawlerplatten musst du mit einem stabilen Messer aus dem Rücken dieser Biester schälen. So, haben wir halt auch alle jetzt. Jetzt die alte Sprache. Jo. Bring mir die Sprache der Bauern und Handwerker bei. Na, komm schon. Ich glaube nicht, dass es dir schwer fallen wird. Es ist die einfachste Sprache von allen. Die Steintafeln jetzt lesen oder nicht? Steintafel Stärke. Jo, Stärke plus 2, nice. Aber ich hatte noch eine gehabt, hier. Lebensenergie. Schön. Halt's Maul. Und top. Ich sag dazu mal nichts weiter. So, was machen wir jetzt? Es ist Mitternacht. Dingsbums, der geht hier noch nicht. Ticks Vertrauen, wahrscheinlich erst wenn ich den Spion gefunden habe. Alter Fluch, das ist alt.
Hat noch Arena und die Hauptquest. Ich muss mit Giual, oder wie der Typ redet, heißt, reden. Dafür muss ich nach da unten. Mal sehen, vielleicht schaffe ich ihn jetzt. So. Du bist wieder hier. Es ist Zeit, dir eine Lektion zu erteilen. Dann komm mal her. Jo! Oh ja, der ordentlich Damage jetzt. Scheiß Spitzhacke, Junge. Kannst dir den Arsch schieben. Oh, auch nicht. Sorry. Mal zurück. Feuerbahn. Dass ich außerdem irgendwie treffe. Na? Bäm. Da liegt er am Dreck. Da ist nichts zu holen. Hier mit der Spitzhacke, Kollege. Du arbeitest mit den Händen jetzt. Ah, Geschicklichkeit-Bonus, her damit. Stärke-Bonus, her damit. What, wo kommt das Alte her jetzt? Haben wir verpasst? Bisschen Butterfleisch noch zu leben. So, jetzt nicht mehr so große Fresse, wa? Können wir jetzt noch mal reden? Ich könnte dir die Zunge herausschneiden lassen, aber ich werde es noch nicht tun. Da du so ein harter Kämpfer bist, wärst du vielleicht bereit, für mich zu arbeiten. Das hängt ganz davon ab, was du mir bieten kannst. Ich habe zwei Dinge, die dich interessieren könnten. Schutz und Erz. Ohne Erz wirst du verhungern und ohne Schutz wirst du sterben, bevor du verhungerst. Was hältst du von meinem Vorschlag? Durchaus. Was ist das für ein Job? Da ist ein Kerl, der mir etwas schuldet sein Leben. Und ich habe vor, ihm das Leben zu nehmen. Der Typ heißt Kurt. Du hast ihn noch nicht kennengelernt? Doch. Wenn nicht, dann bist du es bald. Er ist da draußen in der Mine und kassiert meinen Tribut. Wenn du so ein harter Kerl bist, warum kümmern sich deine Jungs nicht um Kurt? Weil Kurt etwas weiß, was er weiß, sollte er mit ins Grab nehmen. Das ist alles, was du wissen musst. Du schaltest Kurt aus, du bekommst 10 Brocken. Mach dich an die Arbeit. Jo, deine 10 Brocken kannst du sonst wohin schieben. Ich will über Mark reden. Du machst den Job, dann reden wir. Ich will etwas wissen. Sehe ich so aus, als wäre ich bereit, deine Fragen zu beantworten? Ja. Nein, dann hau ab. Ziemlich große Fresse, der Typ. Dafür, dass er gerade im Dreck gelegen hat. Du hängst bald daneben. Wenn ich jetzt sagen haben sollte, irgendwann. So, Kurt. Dann befassen wir uns bitte nochmal. Ach, da steht er ja schon. Hey, du! Weißt du, dass Giuliano dich umbringen will? Und ob er das will? Ich arbeite nur noch für mich selbst und das gefällt ihm nicht. Aber das geht mich nichts an. Ich habe etwas gegen Giuliano in der Hand und er weiß es. Und was ist das? Hat er es dir nicht gesagt? Also geh und frag ihn. Bist du dumm? Aber das ist das Ende unserer Unterhaltung für heute. Geh an die Arbeit, sonst kommen die Orks und dann bekommst du Ärger. Hast du vergessen, was ich mit dir gemacht habe? Ich kann es wieder tun. Mehr als einmal. Warum hackst du auf mir rum? Ich werde nichts sagen. Na gut, wir machen es noch einmal.
Kurt, du mieser Penner. Ich will dir eigentlich helfen. Du könntest mir... Könntest mir einfach alles sagen? Dann helfe ich dir, den Typ fertig zu machen. Ist jetzt verbiert, Arschlöcher. Aber er ist der größere Arschloch. Weil er andauernd seine Typen auf mich hetzt. Nichts zu holen. So. Alter, die Orks gehen mir auf den Sack. Ach, meine Голова. Hey, du. So, jetzt raus mit der Sprache. Was nun? Wollen wir jetzt drehen? Geh zu Billa. Also gut, dann noch einmal. Was ist das denn hier, Alter? Der wird ja komplett verdroschen. Die arme Wurst, Alter. Ach, meine Голова. Hey, du! Genug, genug. Ich ertrage das nicht mehr. Gut. Dann erzähl mir alles, was du über Giuliano weißt. Scheißdreck. Wenn ich dir das erzähle, bin ich am Arsch. Verstehst du das? Natürlich verstehe ich das. Jetzt sag es mir, oder? Nein, nein. Ich erzähle dir alles. Giuliano ist einer der Piraten, die mit den Orks Handel treiben. Es gab Streit mit dem Kapitän und sie haben ihn mit den Sklaven in die Mine geworfen. Wenn die anderen Sklaven das herausfinden, wird Giuliano keinen Tag überleben. Nicht einmal seine Kumpane können ihm helfen. Und jetzt willst du ihn erpressen? So in etwa. Aber warum hat er dich noch nicht umgebracht? So dumm bin ich nicht. Bevor ich mit ihm gesprochen habe, habe ich einen Sklaven gefunden, der nichts mehr zu verlieren hatte, mit einer durchstochenen Lunge und einen Deal gemacht. Ich gebe ihm erzählt, verlängere damit seine verbleibenden Tage und verringere sein Tagespensum ein wenig und er hält den Mund. Wenn mir etwas zustößt, bekommt er das Erz nicht. Und das bedeutet, dass ihn nichts davon abhält, unser kleines Geheimnis zu verraten. Raffiniert. Mhm. Du hast dich ganz gut angestellt. Du weißt jetzt alles. Wirst du zu Giuliano gehen und ihm alles erzählen? Nein, ich glaube nicht. Ich werde die Dinge ein wenig anders angehen. Kann ich einfach erpressen, den Wichser, oder? Hey du! Sagen Sie! Dein Job ist erledigt? Dein Job ist erledigt. Ja? Und warum glaube ich dir nicht? Soweit ich weiß, ist Kurt noch am Leben. Ja. Und ich denke, er wird es bleiben mit all diesen Informationen. Was? Hat er beschlossen, sie auch mit dir zu teilen? Fieser Bastard! Du bist nicht in der Position, jemandem zu sagen, was er zu tun hat. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ah, was willst du denn? Nur 15 Brocken Erz und wir sind quitt. Was? Du Qualenfutter. Willst du mich einschüchtern? Ich werde dir und Kurt die Kehe rausheißen. Sprich nicht so große Worte. Sagen wir einfach, es ist ein einmaliger Gefallen für meine Bemühungen. Ich lege mich nicht mehr mit dir an. Und du legst dich nicht mit mir an. Ich will auch keinen Ärger mehr. In Ordnung, ich akzeptiere es. Aber wenn ich dich wiedersehe... Hier, wir müssen mal über Mark reden. Ich will über Mark reden. Was noch? Ich kenne keinen Mark. Komm schon, Schreiber. Du und deine Jungs treiben den Kerl in den Wahnsinn. Vielleicht könntest du zu Ehren unserer Freundschaft aufhören, ihn nach Erz zu fragen. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal vereinbart. Ja, natürlich. Aber ich wusste nicht, dass wegen dir auch unschuldige Menschen hier leiden. Und das ist sehr bedauerlich. Es lässt mein Herz bluten. In Ordnung, zur Hölle mit dir. Niemand wird Mark mehr belästigen. Und jetzt verschwinde! Nee, warte mal. Ich will etwas wissen. Sehe ich so aus, als wäre ich bereit, deine Fragen zu beantworten? Nein, dann hau ab.
Hey, du! Man sagt, es ist mir egal, was sie sagen. Wenn du mich weiter von meiner Arbeit abhältst, bekommst du Ärger. Verstehst du? Weiß, wie man mit einem dummen Mörder umgeht. Hm. Na, wer ist hier der Spion? War da oben noch irgendwer? Nee, aber hier ist noch eine Ader. Wir brauchen noch einen Tagessatz. Verstehe. Denke ich. So, dann gehen wir direkt mal zum Markt. Die Sache ist erklärt. Juliano wird dich nicht mehr belästigen. Hast du ihn umgebracht? Nein, natürlich nicht. Wenn ich das getan hätte, würde ich jetzt mit einem Seil um meinen Hals an einem der Pfähle hängen. Die Orks mögen es wirklich nicht, wenn jemand ohne zu tun in der Mine stirbt. Wer kann mir dann garantieren, dass sie nicht kommen? Mein Wort und das von Juliano sind deine Garantie. Das ist nicht genug. Du weißt nicht, wie sehr ich unter ihnen gelitten habe. Du hast mir Erz versprochen, wenn ich dein Problem löse. Es ist an der Zeit zu zahlen. Ich zahle dir nichts. Du bist genau wie sie, ein Feigling und ein Verräter. Du zwingst mich genau das zu tun, was sie tun. Dir eine ordentliche Tracht Prügel zu verpassen. Da, ich wusste es. Ich wollte dich nur testen. Und du hast mir gezeigt, wer du wirklich bist. Du kannst mich schlagen. Du kannst mich verspotten. Aber ich werde dir kein Stück Herz geben. Ja. Na gut. Ich will mir nicht die Hände an dir schmutzig machen. Wie du willst. Und da ist er eingeknickt. Usak weiß, wie man mit einem dummen Mörder umgeht. Ich bin auf der Suche nach einem Orkspion. Weißt du etwas darüber? Was? Welcher Spion? Ich weiß nichts und ich will es auch gar nicht wissen. Zieh mich nicht in irgendwelche Abenteuer hinein. Mhm. Sehr verdächtig, mein Freund. Bill, was mit dir? Hey, du. Hi, mein Name ist Alastair. Nein, ich kenne dich nicht. Hau ab. Okay. Mark ist auch sehr verdächtig, muss ich sagen. So, es bleibt bloß noch der Finti oder Flint, wie er hieß. Der braucht auch noch eine Trachtprügel. Flint, hier. Was gibt es Interessantes in der Mine? Hast du schon mit Arthas gesprochen? Ha, ich habe noch nie einen solchen Vielfraß getroffen. Der würde das ganze Erz für eine Neidbrot hergeben. Ich weiß nicht, wie das alles da reinpasst. Hm, schade. Den würde ich gerne auch noch verprügeln. So, Marek, ich brauche Erz. Ah, ich bin ja falsch hier, scheiße. Ich will ja runter. Und top. So, hier oben war er. Ach, die Marek. Habe ich gesagt, Marek? Aber das ist ich. Hast du schon etwas gehört? Nein, noch nichts Interessantes. Halt mich auf dem Laufenden. Ja, ja, mach keinen Stress. Könntest du mir ein paar Brockenerz geben? Hier, bitte. Drei Stück. Nicht schlecht. Wie geht's dir? Im Moment halte ich noch durch. Sehr schön. Aber wenn das so weitergeht, werde ich nicht mehr lange hier sein. Alastair, ich flehe dich an. Lass dir was einfallen. Wir müssen von hier verschwinden. Marek, ich tue alles, was ich kann. Halte einfach noch ein bisschen durch. So. Die haben auch alle gefragt, Lobig, oder? Außer ihn hier noch, mit seiner geilen Ratte, seiner Notgeilen. Hey, du! Hast du etwas über einen Ork-Spion gehört? Einen Spion? Wenn jemand ein Spion ist, dann ist es Arthas. Wer sonst? Der mit seinem Arthas, Alter. Richtig verliebt ist er. War hier noch irgendwer? Nee, hier war nur der Fuchs, oder? Der ist da unten. Ja.
bisschen in der Luft hängt, sagen wir mal. Jo. Die hatten ja keinen Namen, Bede. Hier oben war nur der Kapitän, glaube ich. Jo. Wer bist du? Sklave, ja. Hey, du! Wer, glaubst du, könnte ein Ork-Spion sein? Um ehrlich zu sein, kenne ich mich mit den Sklaven noch nicht so gut aus, dass ich das mit Sicherheit sagen kann. Aber ich habe einige Vermutungen zu diesem Thema. Sagt es mir. Ich muss alles wissen. Ich muss diese Ratte finden. Ich glaube, es ist Rax. Vielleicht hast du es schon gehört, aber der Kerl hat Verbindungen zu den Orks. Warum glaubst du, dass die Orks auf einen Sklaven hören? Hm. Er verkauft wahrscheinlich alle an diese Bestien und sie geben Drax dafür etwas Erz oder so. Und um die anderen Sklaven davon abzuhalten, ihnen die Kehle aufzuschlitzen, hat er diesen Bastard Boris als Wächter andeuert. Es ist sonnenklar, Alastair. Findest du das nicht etwas zu einfach? Drax macht keinen Hehl daraus, dass er in irgendeiner Weise mit den Orks verbunden ist und den Sklaven hilft und im Gegenzug die Ordnung in der Mine überwacht, was nur den Orks zugutekommt. Außerdem ist er derjenige, der mich gebeten hat, den Spion zu finden. Ich bin älter als du, Alastair, und ich habe schon viele Ausgeburten von Belia gesehen, die sich für so verdammt schlau halten. Dieser hier ist nicht besser, ein Hai in seine Seite. Mach dir keine Mühe mit kompliziertem Zeug, wenn du weißt, was los ist. Aber ich brauche einen Beweis, so leicht kann ich ihn nicht fangen. Da kann ich dir nicht helfen. Finde deine eigenen Beweise. Das habe ich gerade von dir gesagt. Was hast du jetzt vor zu tun? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe ein wenig mit den örtlichen Sklaven geplaudert. Beim Donnerwetter, das ist nicht gut, das kann ich dir sagen. Die Orks sind sehr gut darin, alle im Auge zu behalten und bestrafen jeden Ungehorsam mit harter Hand. Die Sklaven wollen nicht einmal etwas von einer Flucht hören. Siehst du die Stangen da drüben? Ja, das ist ein ekelhafter Anblick. Das sind die Anstifter der letzten Flucht. Sie konnten nicht einmal etwas tun, sondern wurden eines Morgens vor aller Augen niedergemetzelt. Ich glaube, es gibt auch Spione unter diesen Bergleuten. Sei also vorsichtig, Alastair, du kannst dir niemandem trauen. Sonst werden dich diese Landratten früher oder später auch ausnehmen. Ja, nun, wie dem auch sei, mal sehen, ob es so schlimm ist, wie es aussieht. Ja, welche Stangen denn überhaupt? Ach, die da. Ja, okay. Hey, du. Es heißt, es gäbe einen Ork-Spion in der Mine. Nun, das wäre unmöglich. Jeder hier tut alles, um unter den Orks aufzufallen und sich ein besseres Leben zu verdienen. Vielleicht weißt du etwas darüber? Nein, im Moment ist alles, was mich interessiert, mein knurrender Magen. Schöne Ausrede. Ey, wir sind ja fast durch, oder? Hier ist Laffer. Hey, nee, der ist ja nix. Der ist ja mit uns auf dem Schiff gewesen. Hier, Carlo haben wir noch. Hey, du. Jemand spioniert für die Orks. Du hast nichts gesehen oder vielleicht etwas gehört? Weißt du, das glaube ich auch. Es gibt eine Ratte in unserer Mitte, die schon lange alles an diese Bastarde verraten hat. Wir müssen den Bastard finden und ihm seine lange Zunge herausreißen. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Ich glaube, es ist Martin. Martin? Wie kommst du denn darauf? Es gab hier vor nicht allzu langer Zeit eine Geschichte. Früher gab es 6 Kämpfer in der Arena, die ständig kämpften, zur Freude der Orks. Ja, das wissen wir schon. Aber die Orks waren der Meinung, dass eine solche Gruppe von Berufskämpfern viel Ärger machen könnte, wenn sie auf die Idee kämen, ihnen nicht zu gehorchen. Also richteten die Orks Todesduelle ein, bei denen der Verlierer sein Leben verlor. In diesem Moment wurde ich auf Martin aufmerksam. Er war in den Besitz eines raffinierten Schwertes gelangt, das man unmöglich in einer Mine herstellen konnte, und hatte 2 der Krieger ohne mit der Wimper zu zucken enthauptet.
Und soweit ich weiß, waren es diese beiden, die irgendetwas planten. Eine Flucht oder so etwas in der Art. Und Martin wählte sie als seine Gegner. Mm, ja. Da fragt man sich schon. Schon verdächtig, ja. Okay, hier waren ja keine weiteren Wesen. Hier war bloß noch Boris. Der wird ja nichts sagen, schätze ich mal. Ich vermute, dass es einen Ork-Spion unter den Sklaven gibt. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt? Natürlich habe ich das. Ich glaube, es ist Wisp. Er schleicht sich nicht umsonst auf die zweite Ebene und trägt angeblich Spitzhacken. Na, der hat auf jeden Fall nicht. Ich glaube, er flüstert den Orks auch zu, was in der Mine vor sich geht. Hast du vielleicht Beweise? Nein, leider nicht. Wenn ich welche hätte, wäre Wisp schon längst entschlafen. Nee, der ist auf keinen Fall. Der geht ja nur da hoch, weil er saufen will. Vom Schmied, der Bier. Aber wir gehen mal zu Wisp, bei dem waren wir noch nicht gewesen als einziges, glaube ich. Die Arena-Leute haben wir alle. Sam meinte ja... Hey, du! Ja. Und Tix hat ja auch keine Ahnung gehabt. Bleibt ihr bloß noch Wisp, sonst haben wir alle durch. Hier hat er noch meinen Tagessatz. Ja, das Maul. Dreckiger. Hey du! Es gibt einen Spion unter den Sklaven. Und ich habe den Verdacht, dass du es bist. Ach wirklich? Was? Wie kannst du so etwas denken? Es ist ein Komplott. Jemand hat mich verleumdet. Es ist zu spät, es zu leugnen. Aber du gehst in die zweite Etage, wo dich kein Sklave sehen kann. Und wenn schon? Ich nehme nur Spitzhacken zum Reparieren mit, mehr nicht. Wenn du es nicht bist, musst du wissen, wer spioniert. Hör zu, wenn du mir nicht hilfst, könnte dein Schicksal sehr unangenehm werden. Oh Scheiße, ich habe ein paar Ideen zu diesem Thema, aber ich kann nichts beweisen. Sag mir, was du weißt, und ich entscheide, ob es wahr ist oder nicht. Na gut, ich glaube, es ist Carlo. Ich habe diesen Kerl einmal mit Usag über etwas reden sehen. Und du weißt, dass Usag jeden verprügelt, der mit ihm redet. Ich dachte, das wäre verdächtig. Das war alles. Ja, ich bin Carlo nicht absichtlich gefolgt, aber ich werde ihn im Auge behalten, wenn es sein muss. Ja, sicher wirst du das. Aber hör mal, wenn du mich anlickst. Was? Natürlich nicht. Naja, er wird's ja nicht sein hier. Weil er hilft mir, aus der Mine zu entkommen. Also er kann's gar nicht sein, Wisp. Macht ja keinen Sinn. Und Drax hat, naja, wäre zwar ein krasser Cliffhanger, aber wird auch nicht sein. Weil ich habe ja von ihm die Quest bekommen. Die muss ich irgendwie dann am Ende beenden können. Und der ist ja auch für die Arena-Kämpfe und so zuständig. Also die beiden fallen eigentlich raus. Gehen nochmal zu Carlo. Und Laffe und der Kapitän fallen auch raus. Ja, hey, du. Guano vielleicht, wie er hieß. Ich glaube, du bist der Ork-Spion. Ich glaube, du überschätzt dich. Bist du bereit, dein Leben aufs Spiel zu setzen? Ich bin vielleicht kein Held, aber ich werde dir die Zähne einschlagen. Wenn du keine Beweise hast und du hast keine, dann fahr zur Hölle. Hey, du. Ja gut, wir haben halt keine Beweise. Ich wollte nicht über den Spion sprechen. Sam, Drax und Boris. Mark halt. Ja, wir könnten mal zu Martin gehen. Speichern wir mal. Du steckst deine Nase in Dinge, die dich nichts angehen, Junge. Roma? Was redest du denn da? Ich warne dich, deine große Nase nicht in Dinge zu stecken, die dich nichts angehen sonst. Sonst was? Sonst überlebst du nicht bis zum nächsten Morgen.
Willst du mir drohen? Du kannst es nennen, wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Hey, du! Okay, er droht mir. Aber er wird es nicht sein, glaube ich. Das wäre so offensichtlich. Könnte sein, dass Martin der wirklich der Täter ist und er hat Ruma losgeschickt, um mich mundtot zu machen. Weil Martin ist ja eh der Anführer hier aus der Arena. Ey, fick dich! Jetzt hier hoch. Und Martin war auch gleich so abweisend gewesen. Ich habe eine Vermutung, dass ich für die Orks arbeite. Lass mich raten, Kano hat das gesagt, oder? Sei nicht überrascht, der Kerl will sich mit mir anlegen, weil ich ihm etwas schuldet, aber ich habe es nicht eilig, es ihm zurückzuzahlen. Deshalb redet ihr auch so einen Quatsch über mich. Ja gut, jetzt sind wir halt wieder am Anfang. Ist das der Ork eigentlich, mit dem ich reden muss hier? Nee. Ich geh mal zu Duex. Wer bist du? Kurt. Hey du! War hier noch irgendwie gewesen? Glaub nicht, war die waren Sklaven und Laffer. Und am Ende ist es doch hier Drax, weil er so viel Leben hat, der Wichser. Hat einfach 800. Hey du! Ich habe Informationen für dich. Ja, was für Informationen? Giuliano ist einer der Piraten, die mit den Sklaven Handel treiben. Kurt hat ihn erkannt. Oh, was für Neuigkeiten. Wenn du die Wahrheit sagst, wird Giuliano bald der Niedrigste der Niedrigen sein. Dafür gebe ich dir 6 Brocken Erz. Du warst mir eine große Hilfe. Du wirst den anderen Sklaven nichts davon erzählen? Natürlich nicht, und das solltest du auch nicht. Er mag jetzt nicht gefährlich sein, aber der kann alles noch schlimmer machen. Wenn es ein Massaker gibt, und das wird es, wenn alle davon wissen, wird es den Orks nicht gefallen. Sie werden in kürzester Zeit überall sein, schätze ich. Normalerweise nehmen sie bei solchen Gelegenheiten wahllos ein paar Sklaven mit und hängen sie an Pfählen auf. Bist du sicher, dass du nicht der Glückliche sein wirst? Ich für meinen Teil nein. Betrachte dich also als ungehört. Okay. Wir speichern. Hey, du! Über den Spion. Sagt mir, was ihr wisst. Oma ist heute zu mir gekommen und hat mich gewarnt, dass ich den nächsten Morgen nicht mehr erleben werde, wenn ich weiter Blödsinn mache. Bingo! Köder gefressen und gefangen! Was meinst du damit? Genau wie ich gesagt habe. Denkst du, ich habe dir diesen Auftrag umsonst gegeben? Nein, ich wusste, du würdest es ausplaudern und die ganze Mine würde es erfahren. Also habe ich ein paar Gerüchte in die Welt gesetzt. Was? Du hast mich reingelegt. Glaube mir, das musste ich. Dieser Betrüger, der alles an die Orks verkauft, tarnt sich sehr gut. Und wenn ich mit all meinen Beziehungen und meiner Autorität ihn nicht finden konnte, dann kannst du es auch nicht. Du musst jetzt nur noch eine Sache tun und wir werden den Betrüger fangen. Also gut, was muss ich tun? Geh zu Kano und sag ihm, dass du herausgefunden hast, wer der Spion ist und dass du es morgen allen erzählen wirst. Sag ihm auch, dass du unwiderlegbare Beweise hast. Und Kano wird die Nachricht im Handumdrehen in der Mine verbreiten. Darauf kannst du dich verlassen. Was ist mit Ruma? Ruma ist nur ein Bauernopfer. Denk nicht über ihn nach. Wir müssen jetzt den großen Fisch fangen. Sag ja. Du klingst wie ein begeisterter Angler. Ja, ich war mal ein Fischer, aber darüber reden wir später. Geh zu Kano. Und was dann? Dann gehst du ins Bett, aber sei auf alles gefasst. Oh, scheiße, okay. Aber warte mal, wenn es wirklich der Martin ist, dann will ich mich noch nicht hinlegen, weil ich will den erstmal in der Arena besiegen. Hey du! Ist das zu glauben? Ich habe den Spion gefunden. Wirklich? Und wer ist es? Ich bin es nicht, stimmt's? Ich werde dir morgen davon erzählen. Ich habe heute noch einiges zu tun und morgen früh werden alle wissen, wer der Verräter ist. Jetzt habe ich unbestreitbare Beweise. Es gibt nur noch eine Sache zu überprüfen, aber das ist eigentlich nichts. Nun, das ist lobenswert. Ich kann es kaum erwarten, dem Bastard morgen früh selbst die Kehle durchzuschneiden. Okay.
Gut, mehr kann ich jetzt nicht machen. Weil er kommt ja in der Nacht hier. Der Verräter anscheinend auch in der Nacht. Eins, weil jetzt noch ist, halt die Arena. Die startet ja demnächst. ...18 Uhr war es, glaube ich. 18 oder 19 Uhr? Scheiße, ich weiß es nicht. Ihr könnt ja noch mal ein bisschen... ...sammeln gehen. Erz. Einen Tagessatz werde ich ja wahrscheinlich noch brauchen. Ein oder zwei. Dann werde ich wahrscheinlich aus der Mine rauskommen. Hat's ja nicht gelohnt, Junge. Ich krieg ja nichts. Aber minus 5 Gesundheit. Was für eine Scheiße. Das laden wir nochmal. Kannst richtig knicken, Alter. Hey, du. So, dann gehen wir woanders hacken. Die Ader ist langsam aufgebraucht. Aha. 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 Da steht. Naja, ich bin viel zu unterhalten, die krieg ich immer wahrscheinlich. Wir heilen uns mal. Hier die Hälfte des Tagessatzes haben wir schon mal. 53 Erz, nice. Hier nehmen wir ein Heilkraut. So, jetzt müssen wir eigentlich warten. Wir können ja schon mal diesen Ork suchen. Bisa Araka. Tarok? Warum bist du so unglücklich? Tarok will die Mine leiten, aber Usak kommt ihm in die Quere. Tarok besiegt Usak und wird der Anführer. Nee, ich werde Usak besiegen. Sag dir so, wie es ist. Der bekommt so hart von mir den Arsch versohlt, den glaubst du ja nicht. Der größte Hurensohn-Ork, den ich je getroffen habe. Was machst du hier? Meine Aufgabe ist es, Faulpelze wie dich zu fangen. Es gibt immer mehr Sklaven und immer weniger Zeh. Geh an die Arbeit, sonst werde ich böse. Utak? Hey du! Was willst du, Mora? Warum arbeitest du nicht? Ich habe nicht gefragt. Es ist mir egal, was ein Sklave will. Geh zur Arbeit, bevor ich dich schlage. Naja, der wird ja wahrscheinlich eh zur Arena kommen, oder? Eigentlich Schwachsinn, dass ich ihn jetzt suche. Wenn er der Arena-Aufseher ist. Hey du! Ah, Zeit ist ja schon gut vergangen jetzt. Ich glaube wirklich 18 Uhr. Und noch viel wichtiger, ich hoffe, die besiege ich alle. Sonst wäre scheiße. Ich noch Tränke oder irgendwas wichtig? Ne, 1000 Schlüssel, wichtig wofür?
Rostiger Zweihänder. Die Frage ist auch, warte, gehe. Gibt es Zweihand wieder bei Returning oder bleibt diesmal auf Einhand? Ey. Ich könnte eigentlich die ganzen Diebesfähigkeiten lernen, oder? Was haben die Gold Erz gekostet, meine ich? Nicht Gold. Die hat mir ja Wisp beigebracht. Gegner mal gucken. Hey du! Hier blieben. Bring mir die Desfertigkeiten bei. Wenn du das Erz hast, fangen wir an. Ah, ja gut. Schlösser knacken wir hier. Alter, wie viel will der denn haben, Alter? Ja, Schlösser knacken ist wichtig. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Fortgeschrittener Diebstahl. Ja gut, ich hab halt keine Geschicklichkeit. Hier, Schleichen kann ich mitnehmen. Zeig mir die Kunst des Schleichens. Schleichen ist unabdingbar für jeden Dieb. Vor allem, wenn du in fremden Häusern unterwegs bist. Hüte dich davor, einfach so reinzuspazieren. Die Leute haben einen sehr leichten Schlaf. Nur wenn du schleichst, wird dich niemand hören. Und du kannst ungehindert arbeiten. So, andere lerne ich erstmal nicht. Auch halt keine Punkte mehr. Und Erz. Aber Schlösser knacken und Schleichen ist einfach zu wichtig an sich. Über Schleichen kann man sich vielleicht streiten, ja, aber für einen Lernpunkt und 15 Erz kann man das mitnehmen. So, wann geht die Arena los? Oh, war doch 19 Uhr. Na ja, gut, das ist ja fast. Ja, gehen wir nochmal hacken. Aber nicht dort. Mensch, wird leben, Mann. Ich muss aus der Höhle raus. Der nächste Tag ist der letzte, hoffe ich. Jo, jetzt gleich geht's los. Da kommen schon alle angetrottet. Ist gleich 19 Uhr. Schon mit denen hier redet, oder?
Wann kann ich einen Kampf beginnen? Doch nicht. Wenn du an einem Duell teilnehmen möchtest, wende dich am Tag des Kampfes an den Ork Akarak. Der wird dir den Namen des Kämpfers nennen, gegen den du kämpfen wirst. Ich werde Akarak sagen, dass du teilnehmen möchtest. Ja, wo ist denn Akarak? Wer kämpft sonst noch in der Arena? Im Moment gibt es nur 3 Kämpfer. Früher waren wir mehr, also wohl... Das hatten wir ja schon. Okay, na... Komplette Eskalation. Dann kann ich... So, hier ist der Akarak. Es gibt etwas, das ich gerne wissen möchte. Ich liebe es, Mora in der Arena kämpfen zu sehen. Manchmal zeigen sie einen guten Kampf. Scheiße, geht nicht. Ah, warte mal. Doch, jetzt geht's vielleicht. Ja, jetzt so. Perfekt. Let's go. Darf ich am Arena-Kampf teilnehmen? Mora beschloss, seine Stärke im Kampf zu testen. In Ordnung. Martin spricht von dir. Wenn du bereit bist, werde ich dir sagen, wer dein Gegner sein wird. Ich bin bereit. Ich bin bereit für den Kampf. Also gut. Dein Gegner wird Leroy sein. Halt deine Waffe fest, Mora. Ich hoffe, Martin hat gesagt, was passiert, wenn du den Kampf verlierst. Na, aber sicher doch. Dann geh in die Arena. Dein Ass kannst behalten, Junge. Ich hab ein Schwert. Nun, lass den Kampf beginnen. Oh. Oh. Bam. Bam. Na komm. Scheiße. Wie ist man mit Kritten, mein Freund? Du hast 10%. Wir haben's gleich. Stab nehmen wir. Schön. Verdammt, es hat sich gezeigt, Stufe dass du ein großartiger Kämpfer bist. Ich habe dich unterschätzt. Hast du an mir gezweifelt? Haben wir erledigt. Jetzt der nächste bitte. Ich hoffe, es geht. Große Problem mit dem... Alter! Alter! Mora hat sich als würdig erwiesen, einer der Kämpfer in der Arena zu sein. Hier ist die Belohnung. Wir speichern direkt. Hey du! Nächster Kampf bitte. Ich bin bereit für den Kampf. Nein, bist du nicht. Mora muss sich bis morgen ausruhen. Wir wollen einen neuen Kämpfer nicht vorzeitig verlieren. Super. Ja gut, habe ich ein bisschen auch spät gestartet, die Quest, muss ich sagen. Ich hoffe, es ist nicht Martin, der Bösewicht. Weil sonst kann ich die Arena-Quest jetzt nicht mehr beenden. Na gut. Gucken wir mal, wie es ist. So Leute, ich werde hier aber einen kleinen Cut machen und einfach die Zeit weiterlaufen lassen. Damit ich nicht jetzt wieder schlafen gehen muss und ein Leben verliere. Also bis gleich. So Leute, und weiter geht's. Zeit ist vergangen, wir haben es jetzt 12:30 und da wartet der Arthur schon auf uns. Hey du!
Bist du bereit? Bist du bereit? Hm. Nein, aber ich habe keine andere Wahl. Dann legst du dich hin und ich halte Wache. Wenn du nicht legst. Hörst du das Rascheln? Ja. Hörst du es? Die killen schon die Viecher. Oh nein, sie kommen. Wir werden alle sterben. Ich hau hier ab. Keine Hilfe. Der wurde schon fertig gemacht. Ach du Scheiße! Willst du mich flexen, Junge? Was sind denn für Ratten? Das sind ja schon Bosse. Wo ist der Ork? Komm mal runter hier. Alter, willst du mich verarschen? What? What? Wie soll ich die denn besiegen? Der scheiß Ork ist so dumm runterzukommen. Hey du. Warte mal, wer liegt denn da drin überhaupt? Okay, nochmal als Sklaven. Zerfickt werden hier. Bist du bereit? Ist. Ja, ja, ja. Jo, wir sollen die besiegen. Wir spritten mal. Orks, alle her hier. Zerfickt sie. Genau. Ich befehle dir, deine Waffe werden nicht so dumm sein. Tschüss. Hilfe. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Und die Mörder werden nicht so dumm sein. Ja, ja, ist ja gut. Ich will looten irgendwie. Hey, du. Mensch, quatsch nicht einfach die scheiß Orks an. Gib mir einen Beweis. Was für ein Beweis? Stell dich nicht dumm. Gib ihn mir. Fahr doch zur Hölle. Na gut, dann eben mit Gewalt. Alter Sam, du kommst ja komplett scheiße. Das war ein toller Kampf, findest du nicht? Ja, gut. Was? Durchsuch diesen Haufen Fleisch. Der muss etwas bei sich haben. Sam, du Trottel. Zettel gefunden bei Sam. Ja, wir machen aber erstmal die Ratten jetzt hier fertig. Wir heilen uns auch erstmal. Nicht, dass die mich plötzlich one-shotten. Schon wieder eins von diesen Biestern. Spring! Hä? Junge, der ist stecken geblieben, der Hurensohn. Ey, was für eine Scheiße schon wieder. Hey, du. Der ist eigentlich so ein. Ich wollte die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit Sprint-Taste gedrückt, aber der ist irgendwo hängen geblieben und dann hat er sich da irgendwie festgepackt. Bist. Ja, ja, bist bereit. Aber piss dich. Tschüss. Tschüss. Hoch jetzt mit euch. Schön. Und die Mörder werden nicht so dumm sein. Mitkommen alle. Zerfickse. Die Dreckigen. Ich will dich holen. Der Sklave kommt der lebensmüde. Okay, das ist nicht gut. Okay, das ist ja mal fucking nervig jetzt hier. Am besten ich warte erstmal, hey, auf den Typen, oder? Bist du ja, ja. Wie hatten sie sich mit den Ratten ausgedacht, Alter? Schneller. Schneller, schneller, schneller.
Alter. Ich drücke Quick Loot, hallo. Warum macht dann die Scheiße jetzt auf? Da ist nichts zu holen. Ah ja, scheiß drauf jetzt. Wir speichern. Die Hälfte ist tot, hoffentlich. So, jetzt die nächsten. Kannst du knicken. So eine Ratten habe ich auch noch nie gesehen. Das sind wirklich Riesenratten. Hoch mit euch! Los, 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 los! Die letzten! So, waren sie es alle? Oder ist ihnen zurückgegangen? Wenn er zurückgegangen war. Gib mir einen Beweis. Da kommt wie Superman angeflogen, Alter. Nicht dumm. Gib ihn mir. Fahr doch zur Hölle. Na gut, dann eben mit Gewalt. Okay, der hat ordentlich Leben. So, Männer, ran hier. Kloppt ihn um. Okay, die Rex ist ordentlich stark, muss man sagen. Durchsuch diesen Haufen Fleisch. Der muss etwas bei sich haben. Das war ein toller Kampf, findest du nicht? Ja, sehr toll. Ja, gut gemacht. Die Riesenratten, die ficken mich immer noch. Keine Ahnung. So, wir holen uns erstmal die letzte Ratte. Die könnte mir direkt mal helfen, Leute. Schon wieder eins von ja, Rex, komm, hause weg. Das war's mit dir, Mistvieh. So, die sind alle tot. Dann plündern wir den Typ hier mal. So, was hat er hier zu... Einen Zettel hat er. In der Mine ist im Moment alles ruhig, aber Drax scheint sehr verdächtig. Ich glaube, er führt etwas im Schilde. Außerdem gibt es einen neuen Sklaven namens... Wahrscheinlich Alastia, der seine Nase in meine Angelegenheiten steckt. Ich denke, er sollte entfernt werden. Er könnte Ärger machen. Der Zettel wird niemals ankommen. Hier, ich habe diesen Zettel beisammen gefunden. Hm, das ist der Beweis. Da steht auch dein Name drauf. Jetzt machen wir eine kleine Verschnaufpause. Bitte sehr, für deine harte Arbeit. Komm morgen zu mir. Ich habe noch einen Auftrag. Ja, super. Gute Nacht. Nichts zu holen. Nein, nicht Bett. Will ich erstmal looten hier alle. Der Ork stirbt mir zu. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Habe ich die schon alle gelootet? So. Okay, haben wir. Speichern. So, jetzt kann ich pennen gehen. Wo gehen wir? Hier bei der Arena. Sprinten wir mal hin. Schöne Gesundheit, Mann. Die Luft zerfickt meine Lunge. So, erstmal zu Arthur. Und die haben angeknabbert, ja? Weil er mich verkackeiern oder was? Die haben mich teilweise one-shottet. Wo ist denn dann hin? Ah, da kommt dann der Dutch. Hey, du. Wow, hast du sie gesehen? Unglaublich. Wie haben sie es geschafft, in dieser Anzahl zu überleben? Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Aber ich werde nie wieder Rattenfleisch essen.
Hast du deinen Appetit verloren? Deine Witze sind unpassend. Sie hätten mich fast aufgefressen. Aber das haben sie nicht. Und das ist es, was zählt. Also, wie abgemacht, du bekommst die Beute. Ich das Erz. Ich will diese Art von Beute nicht. Aber abgemacht ist abgemacht. Du hast mein Leben gerettet. Also gebe ich dir etwas, das kein Erz ist, aber auch gut für dich sein wird. Kein Erz? Ich muss viel ausgeben, um mich zu ernähren, deshalb habe ich keine Vorräte mehr. Aber ich habe einen schönen Dirndl, den mir mein Großvater hinterlassen hat. Handgefertigtes Leder. Hier, bitte sehr. Ehrenmann. Gefällt mir. Eine viel bessere Belohnung als ein bisschen scheiß Erz hier, wie bei Drex, Alter. Ich mach's die ganze Drecksarbeit, laufe hier tausendmal durch die Mine, Alter, und krieg 10 Erzbrocken. Wirst du auch keinen erzählen. Hey, du. Darf ich dich noch etwas fragen? Ja, natürlich. Das war alles, was... Ich sollte doch zu dir kommen. Boris. Hey, du. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie es weitergeht. Drex will nicht mit mir reden. Der alte Banause. Habe ich jetzt eigentlich sein Vertrauen? Dann könnte ich mal zu Tix gehen. Hey, du! Nee, anscheinend noch nicht. So, wir bauen heute noch mal eine Ladung Erz. Also wir kriegen ordentlich immer, wa? Verstehe. Ja, super. Ordentlich Minuspunkte krieg ich hier. Hey, du. Gib mir ein... Du solltest nicht von... Da, ja, na... Das war... Keine Ahnung. Ich sollte ja eigentlich zu ihm kommen. Ach du Scheiße. Na gut, Leute, dann würde ich sagen... Wir speichern hier erstmal ab. Dann beende ich den Part erstmal an der Stelle. Mal gucken, vielleicht redet er später mit mir. Haut da rein.